Du suchst ein günstiges Kastenwagen-Einstiegsmodell, dann bist du hier genau richtig. Heute geht's um die Plusmodelle. Was das Plusmodell alles hat und wie es sich unterscheidet, um das geht's heute. Ich bin der Marcel vom Pösl-Center in Metzingen. Was zeichnet denn genau überhaupt das Plusmodell aus? Plusmodell heißt, ich habe eine Subvention von Citroën von Pösl beinhaltet, die im Grundpreis schon verankert ist. Das heißt, dieses All-In-Paket, die Alufelgen und so weiter und so fort sind da schon drin. Die Fahrzeuge sind immer 6 Meter lang, immer ein Querbett und immer 6 Meter. Wer da damit zurechtkommt, hat hier die Chance auf einen richtigen Schnäppchenknaller. Mittlerweile haben wir ein Portfolio von insgesamt 6 Plusmodellen, das ständig irgendwo auch weitergeht. Das heißt, wir leben momentan von 4 D-Line-Modellen und 2 Summit-Modellen, die subventioniert werden. D-Line, für was steht eigentlich das D-Line? D-Line steht für Detlefs, das heißt, diese Fahrzeuge werden bei Detlefs in Isny ausgebaut. Die H-Line, das heißt Heinrichswerk, das sind die Summit-Modelle, die werden im eigenen Werk ausgebaut. Und diese verschiedenen Modelle schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir befinden uns im Twin Plus und hier hat alles angefangen. Der Twin Plus ist das älteste Plusmodell, das es überhaupt gibt. Ich glaube, den gibt es mittlerweile schon seit über 15 Jahren, gefühlt 30 Jahre. Also hier hat alles angefangen. Hier haben wir alles drin, was jeder braucht. Wir haben eine Toilette drin, eine Dusche drin, ein tolles Bad drin. Wir haben hier den tollen großen Kleiderschrank drin. Wir haben den Kühlschrank unten drin, ein tolles breites Querbett, einen tollen großen Küchenblock und eine tolle Wohnsitzgruppe vorne verbaut. Durch die Anordnung, dass der Kühlschrank unten und der Kleiderschrank drüber ist, habe ich hier eine tolle große Küchenzeile verbaut. Die hat natürlich ausreichend Stauraum und ich glaube, so groß finden wir es in keinem Fahrzeug mehr. Also hier ein klarer Pluspunkt an diesen tollen großen Schrank, den man für die Küche zur Verfügung hat und natürlich auch den tollen großen Kleiderschrank, um Jacken, Hemden, alles was nicht gefaltet werden darf, reinzuhängen. Türenbad, Raumbad, Schwenkbad. Für welches Bad bin ich der richtige Typ? Egal wie. Wir haben hier ein altbewährtes, das altbewährteste Bad und das verspricht natürlich, dass ich ausreichend Platz habe, dass ich ein Fenster im Dachbereich habe, ein Fenster, das serienmäßig bei dem Plusmodell dabei ist, an der Seite habe, ein tolles großes Waschbecken habe, eine große ausreichende Freiheit für die Toilette habe und ich kann jetzt hier dieses Duschbrett rausnehmen, um mich drin zu duschen. Ich kann die Tür hinter mir zumachen und das ist der große Charme bei diesem tollen Türenbad. Wir befinden uns im D-Line 2WIN S Plus. Was heißt S? S für durchgehende Sichtachse. Wie haben wir das erreicht? Wir haben das erreicht durch das, dass wir den Kühlschrank in die Front verbaut haben. Wir haben ein sehr offenes Raumkonzept. Ich kann schulterbreit durchlaufen zum Bett und habe somit natürlich ein sehr geräumiges Küchenkonzept. Auch beim Twin S Plus von der D-Line haben wir hier das gleiche Türenbad verbaut, unterscheidet sich so also gar nicht. Ja, und wo befindet sich denn jetzt mein Kleiderschrank, wenn ich hier eine offene Sichtachse habe? Ha! Die befindet sich nämlich hinten und da haben wir einen richtig tollen Kleiderschrank, um Sachen reinzuhängen. Also auch hier haben wir keinen Nachteil. Ich kann hier einiges verstauen. Und was richtig schön und genial gelöst ist, das ist hier unser Kühlschrank im Frontbereich. Wir haben nämlich hier den Kühlschrank, der sich von beiden Seiten öffnen lässt. Das heißt, gerade wenn das Leben draußen stattfindet oder ich meinen Einkauf mit dem Einkaufswagen verräumen möchte, ist das hier kinderleicht. Wir befinden uns im D-Line 2WIN R Plus. Für alle, die dieses Raumbad zu schätzen wissen, ist das genau richtige Modell. Da haben wir es auch schon her, 2WIN R für Raumbad. Das Raumbad stellt sich vor allem als Raumteiler dar. Das Raumbad hat einen Charme, dass ich riesig viel Platz habe. Also gerade für größere Menschen ist das hier ein tolles Bad. Die Besonderheit beim 2WIN R Plus ist die, dass der Kühlschrank sich oben befindet.
Bei diesem Modell haben wir eine weitere Besonderheit. Es gibt nämlich bei dem 6-Meter-Modell Twin R Plus auch die Option mit dem Absorberkühlschrank, und zwar dem 140-Liter Absorberkühlschrank. Dann habe ich hier natürlich einen riesengroßen Kühlschrank. Also für all diejenigen, die einen großen Kühlschrank zu schätzen wissen, haben wir hier eine tolle Version. Und, jetzt mal ganz ehrlich, es ist der einzigste Kühlschrank, der sich von der Toilette benutzen lässt. Last but not least, unser letztes Fahrzeug in der D-Line-Serie. Das ist der 2WIN RS Plus. Und wie der Name schon sagt, R für Raumbad und S für durchgehende Küchenzeile. Wie das Auto genau aussieht, findest du in unserem Link. Ihr seht schon, wir sind ein neues Fahrzeug. Wir haben ein anderes Möbeldekor, andere Sitzbezüge. Wir befinden uns im H-Line Summit 600 Plus. Wie sich der unterscheidet zu diesem D-Line-Modell, geht hauptsächlich über das Bad. Wir haben hier nämlich ein wundertolles Schwenkbad verbaut. Schwenkbad heißt, ich kann, wenn ich duschen möchte, diese Duschwand abklappen und habe hier jetzt wirklich einen richtig tollen großen Raum und vor allem kann ich hier richtig komfortabel drin duschen. Durch die tolle, freundliche Oberfläche, CPL-Beschichtung, lässt sich das Bad natürlich super leicht reinigen. Genauso der Keramikeinsatz, der die Toilette einfach auch nochmal im Bereich der Hygiene unterstützt. Im Heckbereich befindet sich unser großer Kleiderschrank. Hier habe ich genug Platz, um meine Jacken oder Hemden einzuhängen. Ich habe ein tolles 1,60er Querbett mit einer der größten Betten im Querbettenbereich. Dann haben wir hier eine tolle große Küchenzeile verbaut, durchgehend, und den Kühlschrank in der Front. Und auch dieser lässt sich wieder von beiden Seiten öffnen. Wir befinden uns in unserem letzten Plus-Modell, in unserem Summit Shine 600 R Plus. Wie unterscheidet sich dieser zu unserem Summit? Man sieht schon, man hat hier den Möbelbau in Grau gehalten. Das heißt, wir haben hier nochmal nicht das H-Line-Werk, sondern das Werk in Dachwig, wo diese Fahrzeuge produziert werden. Auch hier steht das R wieder für das Raumbad. Das Fahrzeug hat allerdings eine Umbenennung. Es wird in Zukunft dann RS heißen, weil wir ja die durchgehende Sichtachse haben und das Raumbad im Hintergrund. Das Besondere bei den Scheinmodellen ist die Sitzvariation. Im Standard haben wir erstmal einen Einzelsitz, den kann ich erweitern 1+1 oder die Bank. Und die Bank noch mit einem zusätzlichen Einzelsitz. Also, wer die Variation liebt in der Gestaltung der Sitzreihe, ist hier genau richtig. Des Weiteren hat der Summit Shine die Option mit unserem Multiroof. Das Multiroof befindet sich über der Fahrerhausfläche. Das heißt, ich kann jetzt hier bei Bedarf das Multiroof nach unten klappen, habe die Verstaumöglichkeit. Oder eben, wenn ich die Kopffreiheit zu schätzen weiß, klappe ich das Ganze hoch und kann mich dann viel besser bewegen im Fahrzeug. Alle Pössl-Modelle und somit auch diese Plus-Modelle bekommt ihr natürlich mit einem tollen Aufstelldach. Das heißt, ich erweitere meinen Schlafplatz um weitere zwei Schlafplätze. 2 Meter auf 1,30 Meter haben wir da oben. Und gerade wenn Sommer ist, macht es natürlich auch Spaß, durch die Belüftung mal oben drin zu liegen. Wie du siehst, haben wir eine große Bandbreite an Plusmodellen. Und wenn ihr darauf Lust habt, ein Einstiegsmodell, ein günstiges Modell zu erwerben, wir haben hier Autos, die in Deutschland gefertigt wurden, in einer wirklich wunderbaren Qualität. Also kommt vorbei und wir beraten euch hinsichtlich der Ausstattung, was das richtige Fahrzeug für dich ist, welches Bad, welcher Kühlschrank der richtige ist. Wir beraten dich, was noch wichtig ist im Zubehörbereich. Bist du eher der autarke Typ oder bist du eher derjenige, der auf die Campingplätze geht? Das machen wir gern vor Ort. Hier kommt ihr vorbei nach Metzingen, da beraten wir euch und ich freue mich, euch wiederzusehen hier in Metzingen. Kommt vorbei. Euer Marcel.